Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video kläre ich die 8D-Methode. Zunächst mal klären wir, was ist D? D steht für Disziplinen. Also es sind 8 Disziplinen, eine Methode, die aus 8 Disziplinen, man könnte sicher auch sagen, aus 8 Schritten besteht. Das ist die Struktur dieser Methode. 8 Schritte, aber ehe wir uns die 8 Schritte anschauen, müssen wir klären, wann wird diese Methode angewendet. Die 8D-Methode hat zu tun mit Teams. Es ist Team oder die Methode ist teamorientiert. Teamorientiert, eine teamorientierte Methode. Und zwar wann anzuwenden, wenn Probleme zu lösen sind mit unbekannten Problemursachen. Also, dass ein Problem vorliegt, das lasse ich jetzt mal weg. Ja, wichtig ist, die Problemursachen sind unbekannt. So, damit haben wir die wesentlichen Elemente dieser 8 Disziplinen-Methode. Es hat zu tun mit Teams und man kann sie anwenden, wenn die Problemursachen des vorliegenden Problems zunächst unbekannt sind. So, und jetzt können wir uns tatsächlich um die 8 Disziplinen kümmern. Ich gucke mal, ob ich das hier noch hinbekomme. 8 Disziplinen, also gehen wir mal die Struktur vor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, es sind 8 Disziplinen, gedächtnistechnisch nicht ganz einfach zu merken. Es gibt also einen kritischen Schwellenwert, der irgendwo so bei 6 etwa liegt. Also sich 8 Schritte zu merken, ist relativ zu 5 Schritten etwas schwieriger. Aber wenn wir uns merken, dass das Ganze teamorientiert ist, und dass es mit Problemen zu tun hat, dann haben wir schon die ersten beiden Schritte. Nämlich der erste Schritt ist, bilde ein Team. Bilde ein Team ist die erste Disziplin. Und das zweite ist, beschreibe das Problem. Ja, so. Und im Prinzip können wir dann sozusagen mit dem dritten Schritt wirklich anfangen und uns die folgenden Schritte, das sind immerhin noch 6, tatsächlich merken. Denn die ersten beiden Schritte können wir tatsächlich aus dem Grundgedanken ableiten. Wir haben also ein Team und wir haben das Problem beschrieben. Jetzt sitzen Sie alle da und jetzt zunächst einmal im dritten Schritt lautet die Disziplin Schadensbegrenzung. In der dritten Disziplin geht es zunächst mal um Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung durch temporäre Maßnahmen, das schreibe ich jetzt nicht hin, ich hier den Platz nicht habe. Schadensbegrenzung durch temporäre Maßnahmen. Temporär heißt zeitlich begrenzt. Ja, zunächst einmal, um den Schaden zu begrenzen, Gefahrenzone verlassen. Ja, natürlich können wir nicht permanent diese Gefahrenzone verlassen, weil wir sie brauchen, um zu produzieren oder was immer. Aber temporär erstmal alle, bis wir genau wissen, was los ist, alle bitte die Gefahrenzone verlassen. Das kann so eine temporäre Maßnahme sein. Dann Grundursache ermitteln. Grundursache des Problems, ne, also das hängt hier zusammen mit diesem Schritt, mit dem zweiten Schritt, Grundursache des Problems ermitteln. Das ist ein großes Wort. Grundursache des Problems ermitteln. In den allermeisten Fällen, egal wo Sie hinschauen in der Praxis, doktert man an irgendwelchen Symptomen rum und keiner traut sich überhaupt, das Grundproblem anzusprechen. Denn Grundprobleme oder Grundursachen von Problemen sind oft schmerzhaft, oder es ist oft schmerzhaft, wenn man das anspricht.
Dann Maßnahmen. Um Grundursache abzustellen. Das ist der fünfte Schritt. Erst den Schaden begrenzen, dann die Grundursache finden. Das kann sein, dass es an dieser Stelle zentral brennt. Und dann, fünftens, wäre dann das Feuer zu löschen. Und zwar, diese Maßnahmen im fünften Schritt bestimmen. Der fünfte Schritt lautet also, bestimme Maßnahmen, um die Grundursache abzustellen. Und der sechste Schritt ist dann die Umsetzung der Maßnahmen. Ja, also auch diese beiden Schritte gehören gedanklich zusammen. Im fünften Schritt werden die Maßnahmen bestimmt, bezogen auf die Grundursache. Und im sechsten Schritt werden diese Maßnahmen umgesetzt. Umsetzung der Maßnahmen und Wirkung überprüfen. Der siebte Schritt ist auch sehr interessant. Hat wieder zu tun mit Maßnahmen, nämlich bestimme Maßnahmen, damit das Problem nicht wieder auftritt. Wir haben also dreimal Maßnahmen. Die Schritte 5, 6 und 7 haben alle zu tun mit Maßnahmen. Im fünften Schritt werden die Maßnahmen bestimmt, im sechsten Schritt werden sie umgesetzt, im siebten Schritt werden zukunftsbezogene Maßnahmen wiederum bestimmt, damit das Problem nicht wieder auftritt. Und der achte Schritt ist auch sehr interessant. Also man kann eigentlich sagen, hier haben wir noch etwas, was gedanklich zusammengehört. 5, 6, 7 hat alles mit Maßnahmen zu tun. Und achtens, würdige die Leistung des Teams. Womit wir wieder eine gedankliche Brücke uns bauen können zum allerersten Schritt, nämlich, dass das Team gebildet wird. Im ersten Schritt wird das Team gebildet, im letzten Schritt wird das Team gewürdigt. Im zweiten Schritt geht es um das Problem. Im dritten Schritt geht es um die Schadensbegrenzung zunächst einmal, ehe wir an die Problemursache gehen, im vierten Schritt. Fünfter, sechster, siebter Schritt sind alles Maßnahmen. Fünfter Schritt Bestimmung der Maßnahmen, sechster Schritt Umsetzung, siebter Schritt zukünftige Maßnahmen und der achte Schritt, da schließt sich der Kreis, wird die Leistung des Teams gewürdigt. Das ist die 8D-Methode. Ich hoffe, es ist mir gelungen, es so zu vermitteln, dass man sich diese 8 Schritte auch merken kann. Denn wie gesagt, es gibt so einen Engpass in unserem Kurzzeitgedächtnis. Und 8 ist schon ein relativ kritischer Wert, wenn man das also einfach so lernt, ohne die Dinge miteinander zu verbinden. Aber wenn man die Schritte miteinander verbindet, erster Schritt Team, letzter Schritt Team. Fünfter, sechster, siebter Schritt, alles Maßnahmen. Zweiter Schritt Problem, ja klar, ich meine 8D-Methode ist eine problemorientierte Methode, Problemlösung, also im zweiten Schritt brauchen wir erstmal das Problem. Der dritte Schritt Schadensbegrenzung. Ja, der ragt ein bisschen raus, weil der nicht verknüpft ist, außer mit dem Gedanken des Problems. Da muss man sich klar machen, dass ein Problem immer auch einen Schaden anrichten kann. Schadensbegrenzung. Es kann auch sein, dass dieser Punkt nicht so wichtig ist, dass der übersprungen werden kann, weil der Schaden noch nicht da ist. Ja? Aber wenn es brennt, muss man erstmal den Schaden begrenzen und dann gucken, Grundursache, aha, da war das, da ist das Feuer im Moment, das ist die Grundursache. Ja, also Schadensbegrenzung, Grundursache, dritter, vierter Schritt, das sind ganz entscheidende Schritte. Dritter Schritt Schadensbegrenzung, vierter Schritt Grundursache, das will ich auch mal markieren.
Ja, erster und letzter Schritt Team, zweiter Schritt Problem, dritter Schritt Schadensbegrenzung, vierter Schritt Grundursache, 5, 6, 7, alles Maßnahmen bestimmen, umsetzen und zukünftige Maßnahmen und achter Schritt schließt sich der Kreis. Ich denke, so kann man sich's merken. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.